Hey Leute, wir sind heute bei Christian in Rüdesheim oder ich bin nämlich ganz alleine hier und die Kamera wird von einem Stativ gehalten und wir werden heute hier dieses Aquarium umbauen. Das ist ein DD 1800, also 1,80 × 60 × 60, ist ein Poolbecken, 19 mm Glas, sehr, sehr schicke Optik, passt hier auch in diesen Raum rein, wobei wir gerade festgestellt haben, dass es eigentlich schon fast ein bisschen klein wirkt in dem Raum, weil der Raum ist wirklich extrem groß. Christian ist etwas unzufrieden. Gar nicht mit dem Aquarium, sondern mit dem Inhalt. Da kommen wir gleich mal so im Laufe des Videos drauf, warum, wieso, weshalb. Aber ich finde, man sieht es eigentlich schon ganz gut, dass die Deko extrem unnatürlich gerade wirkt. Man muss dazu sagen, das Becken ist sehr frisch. Es läuft noch nicht allzu lange, aber auch das spricht natürlich für die Unzufriedenheit, wenn man anfängt, nach einem Monat nach Hilfe zu suchen. Genauso lief das auch. Ich habe eine Mail gekriegt, eine Anfrage übers Kontaktformular. Und dann kamen wir ins Gespräch und ich habe Bilder gekriegt von diesem Becken und es war relativ klar, was eigentlich hier los ist, nämlich eine Deko-Fehlkonstruktion, kann man sagen. Ja, genau. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Jetzt würde ich sagen, packe ich erstmal das Auto aus und wir gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen. Wir haben nämlich einiges zu tun heute. So. Hund. Komm her. Hatte wirklich Schiss, ne? Kommen wir auf die Deko und das ist jetzt meine Meinung, also wirklich nur meine persönliche Meinung, die ich hier kundtue. Ihr müsst das nicht übernehmen oder sonst irgendwas, aber ganz ehrlich, ich sehe überall diese Art von Deko in diversen Videos und was weiß ich wo und ich muss sagen, ich empfinde das wirklich als nutzloses Material. Es ist unglaublich unfunktional. Also das ist auch direkt Christian als absolutem Einsteiger aufgefallen, dass man mit dieser Deko im Grunde genommen fast nichts anfangen kann. Wir haben unheimlich viele aufrechte Flächen, wo man gar keine Korallen vernünftig anbringen kann. Wir haben ein rein weißes Material, unter das man unheimlich viel drunter guckt. Das heißt, die Flächen unten, die werden über Jahre weiß bleiben. Dass man das als Einsteiger, wenn das so ankommt, auf einer Palette erstmal cool findet und sich tierisch freut und damit das Becken einrichtet, das kann ich zu 100% nachvollziehen, weil man weiß ja noch gar nicht, was resultiert da eigentlich alles draus. Also, dass man da überhaupt keine Korallen anbringen kann an diesen ganzen Steilwänden und dass diese Deko einfach lange weiß bleibt, das kann man ja überhaupt nicht ablegen. Ne? Von daher immer mal ein bisschen drüber informieren und so ein Ticken weiterdenken. Gerade wenn ihr vielleicht überlegt, euch ein Meerwasser-Aquarium anzuschaffen, dann sollte man sich vielleicht nicht unbedingt direkt auf Empfehlungen von einem Händler einlassen, sondern eventuell so ein bisschen rumgucken und sich verschiedene Systeme auch tatsächlich anschauen und die Vor- und Nachteile abwiegen, weil das kann am Ende wirklich entscheidend für den ganzen Verlauf des Beckens sein. Ne? Also dieses Becken mit dieser Deko vernünftig zu dekorieren, ist so gut wie unmöglich. So, wir pumpen schon fleißig das Wasser. Jetzt fange ich auch direkt an, Korallen rauszunehmen, damit die nicht zu lange trocken stehen. Gott sei Dank das meiste noch nicht geklebt, sodass es relativ einfach ist. Aber ein paar schon, glaube ich. Ne? Ja. Das ist jetzt aber auch echt nicht so das Thema hier. Es ist ja sehr überschaubar, Gott sei Dank noch. So, die ist geklebt. Ne? Dann stellen wir die erstmal da rein. Dann brauchen wir auch gar nicht so voll machen. So, Wasser ist weitestgehend raus und wir haben jetzt hier auf der Rückwand und überall auf der Deko ganz, ganz seltsame Algen. Ich kann gar nicht so genau sagen, was das ist. Es ist wie so ein ganz glibbriger Schmodder, also gar nicht so wie eine normale Kieselalge unbedingt, die ja eher so teppichartig ist. Und bin ich mal gespannt, wenn wir die ICP machen, was da tatsächlich bei rumkommt. Fakt ist, das holen wir jetzt gleich erstmal alles raus und entsorgen das. Und wie gesagt, die Deko jetzt auch, weil die ist auch überall voll mit diesem schleimigen Glibber. Weg damit. Jetzt haben wir gerade hier diese Säule rausgehoben und die hat einen ziemlich fetten Fuß unten drunter. Und direkt stank es etwas schwefelig hier. Also ist uns beiden direkt aufgefallen. Es ist nicht schwarz unten drunter, aber man riecht es ganz, ganz deutlich, dass unter diesem Riesenfuß Gammelprozesse stattfinden. Vielleicht sieht man das, wenn man unten drunter guckt. Ist ja dann doch auch interessant. Tatsächlich, ja, doch, man sieht schon so einen komischen dunklen Kranz in der Mitte. Ich weiß nicht, war der vorher schon da? Was meinst du? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass du wüsstest. Also man sieht schon, und ich finde, man riecht es ganz deutlich. Riech mal dran.
Ja. Ne? Also man riecht, es gammelt unter diesem Fuß. Und das ist genau der Grund, oder beziehungsweise das, was wir in der modernen Aquaristik ja eben nicht mehr haben wollen, nämlich riesen Stellfläche auf dem Boden, wo es dann potenziell drunter gammelt und dann natürlich irgendwelche Prozesse in Gang kommen, die überhaupt nicht zu kontrollieren sind. Ne? Deswegen raus, weg. Mhm. Gut. Das Becken ist leer und sauber. Im Grunde genommen hätten wir jetzt zwei Optionen weiterzumachen. Das eine wäre jetzt hier oben die Deko zu machen und das Ganze neu einzurichten. Und das andere ist hier unten ein bisschen neue Technik einzubringen. Denn wir haben hier eine Förderpumpe, Rückförderpumpe, sag ich jetzt mal, ganz vorsichtig, völlig wertfrei natürlich, die aber ausgetauscht wird jetzt gleich gegen eine Vectra M2. Hat verschiedene Gründe, zum einen wahrscheinlich den Qualitätsanspruch, gehe ich mal von aus, ne? Der da mit dieser Pumpe nicht so richtig erfüllt wird. Und zum anderen auf jeden Fall, dass hier so eine Verteilung, wie ich die eigentlich immer einbaue, mit rein soll. Nämlich für einen UV-Klärer und für einen Medienfilter. Und da gucken wir jetzt gleich mal, dass wir das Verrohren vernünftig und an die vorhandene Verrohrung anschließen. Ja, passt. Ja, Christian war jetzt so nett, mal eben die Kamera zu machen. Wir haben also einen neuen Kameramann hier dahinter. Vielen Dank schon mal. Technisch gesehen ist die Verrohrung hier teilweise durch eine Verschlauchung gelöst. Das heißt, die Pumpe ist über einen Schlauch hier unten angeschlossen. Ist natürlich lustig, hier eine 10.000 Liter Pumpe zu verkaufen. Also 10.000 Liter die Stunde und die dann durch ein 20er Schlauchstück drücken zu lassen. Weiß ich jetzt nicht so, ob das wirklich Sinn macht, weil im Grunde genommen kann man da nicht viel von der Pumpe erwarten. Wir sind jetzt hier innen drin bei einem Durchmesser von, ich glaube, kein 16 mm. Also das ist wirklich ja, ganz, ganz wenig. Und da muss man einfach sagen, dass an der Stelle die Pumpe völlig drüber ist, also wirklich völlig drüber. Und ich glaube, selbst wenn man die auf kleinster Stufe laufen lässt, ist die noch völlig drüber. Und das ist so ein bisschen schade. Also wenn wir jetzt hingehen und dieses Nadelöhr hier umgehen, hier das 25er Rohr auftrennen und mit einer 32er Verrohrung an das 25er Rohr dran gehen. Warum 32er Verrohrung? Weil die Vectra M2 hat einen 32er Eingang. Und wir machen natürlich zwei Abzweigungen rein, sodass wir dann, wenn wir hier oben sind, schon ein bisschen Wasser an diesem Ding vorbei durch den Medienreaktor und durch die UV-Lampe schieben. Das heißt, ich werde das hier oben durchschneiden und dann kleben wir da dran. Ne? Genau. Ja, fangen wir hier unten an, oder? Was man hat, hat man. Verrohrung ist fertig, zeigen wir aber später nochmal, was wir da unten gemacht haben. Wir starten jetzt erstmal mit dem Riffaufbau. Die Fische müssen ja auch irgendwann wieder zurück ins Becken und deswegen gucken wir, dass wir hier stramm durchziehen. Wir haben Eporif und haben gerade schon mal ein bisschen gesprochen, was wir damit veranstalten. Neu hier zu dem Becken dazugekommen ist technisch gesehen eine MP40. Das ist die Ecotec Strömungspumpe, die den Motor außen sitzen hat. Und die sogenannte Wetside sitzt halt innen im Becken unter Wasser und wird über Magnetismus betrieben. Das heißt also, wir haben relativ wenig Pumpe eigentlich im Becken, optisch gesehen, haben aber auch den Nachteil, dass wir die Strömungsrichtung nicht verstellen können. Das heißt, die strahlt immer nur im 90-Grad-Winkel von der Scheibe weg. Ist jetzt hier aber gar nicht so schlimm. Wir lassen die einfach lang durch das Becken strahlen. Und da bietet sich natürlich diese Seite hier an, wo die Treppenstufen sind. Jetzt haben wir gerade mal drüber gesprochen, was Christian sich so wünscht. Er hätte ganz gerne irgendwie eine Seite, wo mehr SPS-Korallen sind, also erstmal einfache Montipora, Stylopora-Arten. Und er hätte gerne eine Seite, wo eher LPS, also schöne Euphilia und natürlich auch so ein paar Zoanthus und sowas wachsen können. Dann haben wir einfach überlegt, ja, wie machen wir das jetzt? Und bei so einer Pumpe wie der MP40, die einen relativ weichen, breiten Strahl hat,
Da würde ich eigentlich immer empfehlen, SPS-Korallen schon so 60 cm bis 1 Meter mindestens mal vom direkten Pumpenstrahl wegzustellen. Denn sonst bläst einfach die Pumpe den Korallen die Polypen aus dem Gewebe und das ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Das heißt, wir werden jetzt hier einen Aufbau machen für SPS-Korallen und hier drüben ein paar lose Steine in den Sand stellen für Zoanthus und dann irgendwas Schönes für LPS-Korallen, also Euphilia, denn die nehmen ganz gerne diese Umkehrströmung mit. Das heißt aber auch, dass wir mit dem LPS-Aufbau nur so eine Höhe von ungefähr 20 cm erreichen werden. Die wachsen ja in der Regel auch nicht so in die Höhe wie jetzt SPS-Korallen. Und dann können wir hier drüben gucken, dass wir hier schön voluminös einen getrennten Aufbau machen für SPS. Der Riffaufbau ist fertig und wir haben hier, wie eben schon besprochen, so zwei Haufen gemacht im Grunde genommen, also zwei getrennte Riffe. Das hier für SPS, das eher für LPS. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Äste eingebaut, die dann so ins Wasser reinragen. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein beim Kleben, dass man da nicht zu viel Druck drauf gibt. Also immer vielleicht so die Hand ein bisschen drunter, ist dann mal ein bisschen frickelig. Im Grunde genommen hält das auch sehr gut, aber wenn man da so richtig feste drauf drückt, dann kann es schon mal sein, dass so ein Ast Knack macht. In der Mitte haben wir jetzt zwei Steine hier für Zoanthus. Jetzt fangen wir einfach mal an, Sand reinzuschütten und dann werden wir auch schon das Ding wieder befüllen, damit wir einfach weiterkommen und die Fische wieder ins Aquarium rein können. Ansonsten sind wir eigentlich ganz gut auf dem Weg jetzt, ne? Für dich. So, fertig ist das Ding. Wir haben Wasser drin, wir haben Fische drin, wir haben Korallen eingeklebt, Deko ist drin, wir haben die Verrohrung geändert und. Und das erzähle ich euch jetzt nochmal alles, wie das im Einzelnen abgelaufen ist. Die Verrohrung unten im Technikbecken ist im Grunde genommen ablaufseitig so geblieben, wie sie war. Sie geht in einen Clarity-Filter, ein SK5000. Das Einzige, was wir heute hier geändert haben, ist die Rückförderpumpe mit der Druckleitung. Da haben wir zwei Abzweige eingebaut, einmal für einen DED-Medienfilter und dann für eine UV-Anlage. Da werde ich dem Christian noch eine Eheim 24 Watt UV schicken für den schönen Tank, denn das ist einfach super simpel, die hier anzuschließen. Wir haben die Schläuche schon gelegt, ist alles ready im Schrank, muss er nur noch anschrauben, eben den Schlauch durchschneiden und das Ding dazwischen klemmen und schon läuft die ganze Geschichte. Ja, hier oben haben wir Epori verbaut und zwar würde ich sagen, irgendwas wahrscheinlich
um die 25 Kilo. Das muss ich noch genau nachwiegen, aber ich denke mal, dass es so zwischen 20 und 25 Kilo ungefähr sein werden. Wir haben die beiden Aufbauten hier, einmal für LPSR, einmal für SPS und in der Mitte für Krustenanemonen. Wie geht's hier weiter? Christian wird nach und nach weiter besetzen mit Fischen, mit Korallen, immer schön die Waage halten, Nährstoffe im Auge behalten. Wobei ich jetzt hier an der Stelle nicht so ganz das Problem sehe, da schon einige Fische da sind, nicht so viele Korallen. Da kann man jetzt erstmal nochmal Korallen einsetzen, aber erstmal gut 14 Tage warten, bis es jetzt hier wirklich weitergeht. Ich bin sehr gespannt, was Christian hier draus machen wird, aber ich finde, das Bild ist jetzt nach ein paar Stunden schon viel, viel angenehmer, als wie es vorher war. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Ciao.